Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? Ich würde sagen, am besten passt in dem Fall sicherlich fröhlich, bin ein sehr optimistischer, energiegeladener Mensch, bin sehr neugierig, das ist sicherlich auch eine wesentliche Eigenschaft. Und ich würde sagen, ich bringe auch so die nötige Resilienz mit, also dass ich auch Dinge so nehme, wie sie kommen, wenn man sie nicht beeinflussen kann. Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit? Das sind für mich so drei Dinge. Einmal der Umgang mit den Studierenden, die immer wieder erfrischend sind, neue Ideen einbringen, sehr direkt sind, sodass man sich selber immer wieder hinterfragt und weiterentwickeln kann. Dann ganz sicher die große Freiheit, die man als Professorin hat, sowohl was den Rahmen der Lehre angeht, aber vor allem was die Forschung angeht. Da kann man eigene Ideen einbringen und umsetzen. Und als drittes tatsächlich, dass man das große Privileg hat, lebenslang lernen zu müssen, und ich sehe es eigentlich eher als lebenslang lernen zu dürfen, um eben immer in allen Themen möglichst up-to-date zu bleiben. An welchem Forschungsprojekt arbeiten Sie zurzeit? Ja, ich bin vor allem unterwegs im Rahmen der Lebensmittelsicherheit und dem Food Fraud, also der Lebensmittelfälschung, und beschäftige mich viel mit der Frage, wie können wir unsere Lebensmittel sicherer machen, wie können wir unsere Ackerböden sicherer machen. Und aktuell haben wir einige Arbeiten, die sich mit Bioremediation beschäftigen, also der Frage, wie können wir natürliche Organismen, egal ob es Pflanzen sind, Mikroorganismen, Pilze, dafür nutzen, ein Medium, Wasser, Oberflächenwasser oder auch Boden von Schadstoffen abzureichern. Welchen Rat geben Sie Studierenden, die eine Karriere als Professorin, Professor anstreben? Ich würde einfach sagen, trauen Sie sich. Es gibt so wichtige gesellschaftliche Themen, die gerade im MINT-Bereich liegen, die für die Zukunft angegangen werden müssen. Sie schaffen das. Glauben Sie nie, dass es irgendwie nicht geht, sondern probieren Sie sich einfach aus, entwickeln Sie sich weiter. Es ist ein ganz toller Beruf, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, der wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet.